Moin moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Ich bin hier schon zur nächsten Story-Mission gefahren. V10 ist das nächste und wir schauen mal, was wir hier noch haben. Ah, guck mal, da haben wir auch noch einiges zu tun. Dann würde ich sagen, legen wir hier mit Szene 15 los und schauen mal, was uns hier noch erwartet. Mann, die Liste ist ja doch noch ein bisschen länger als gedacht. Aber es wird weniger und weniger und danach geht's in den Multiplayer. Keine Sorge wegen des Dialogs, das machen wir später. Konzentrier dich aufs Fahren. Okay, Mike. Geht klar. Komm nach dem Schnitt zu mir. Ich besorge dir ein paar Lutschtabletten. Okay. Ja. Jetzt. Szene 15, Downhill-Fluchtsequenz. Oh. Warte, ohne von der Straße abzukommen. Und das ist die erste Filmszene. Kein Intro, direkt die Verfolgungsjagd im Auto. Nun gut, du bist das Genie. Sehr gut, Mike. Ich bin im Hubschrauber. Ich bin gespannt, was dein Fahrer so drauf hat. Das war Mike Steele. Er ist jetzt... Okay, warte. Das wollte ich jetzt mal ausprobieren. Aber wenn wir wirklich so viel Zeit haben, dann fahren wir einfach hier rechts. Dann Koordinator. Und Victor Garcia. Das geht doch bestimmt auf. Er scheint's geschluckt zu haben. Ich muss halt nur richtig fahren. Keine Ahnung, was Victor sagt, aber ich fand's cool. Bei nächster Gelegenheit. So, damit können wir uns auf jeden Fall ordentlich Zeit sparen. Wir müssen halt nur zusehen, dass wir zeitlich wieder auf die Straße kommen. Ungefähr so. Aber guck mal, da haben wir die halbe Strecke schon hinter uns. Wir tricksen einfach das System ein bisschen aus. Sieht doch bestimmt cooler aus, wenn wir da querfeld einfahren. So, einmal drehen und weiter geht's. Ja, das sollte es relativ locker machen. Wow, und wenn wir jetzt ganz normal fahren, dann sollten wir da kein Problem mit haben mit der Zeit. Es sei denn natürlich, das wurde mitbedacht, aber ich glaube nicht. Das war bisher nie der Fall. Na, guck mal. Wir haben 1 Minute 12 und da vorne ist schon das Ziel. Ha! Sehr schön. Und das war's. Schnitt. Hat er es geschluckt? Hat er. Wir können das hinkriegen. Mit geilen Sprüngen drin. Wir haben optimiert. Ja, wunderbar. 1 Minute 20. Kann man doch nichts sagen. Lalala. Dann schauen wir mal weiter. Wo befindet sich denn die nächste Aufgabe? Die ist schon markiert. 6 Kilometer. Ich bin heimlich zum Wohnwagen, um dich anzurufen. Oh, warte, das mache ich mal. Jo. Alles klar, weiter geht's. Das hätten vielleicht 3 Sekunden sein müssen, die man abkommen darf. Aber so ist das ja total einfach. Aber 3 Sekunden, oh, wäre halt schwierig gewesen, da abzukürzen. Oh. Ja, fahren wir da lang. Aber ich finde das irgendwie ganz cool, hier drin zu fahren. Also, es wäre cool, wenn es mehr von diesem Vulkangestein gäbe. Wobei, da oben, glaube ich, gibt es was. Das ist schon ganz nett, da drauf zu fahren. Ja, ich muss ein bisschen rüber. Jetzt kommen wieder die bösen Steine. Sind wir da nicht sogar auch mal reingebrettert? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich will wieder was her. Oh Gott, das gibt keinen. Oh doch. Nee, doch nicht. Spätestens hier wären die Punkte weg gewesen. Okay. Das war auch dem Spiel zu lang. Ach, das war doch das, wo wir gerade. Na gut. Aber wir kriegen wieder neue Punkte, wenn wir uns nicht überschlagen. Was wir jetzt tun. Oh, was? Wir haben die Punkte behalten? Das ist jetzt tatsächlich sehr interessant, muss ich sagen. Es wäre cool, wenn es noch eine Forza-Version vom Quattro geben würde. Wenn es die nicht gibt, aber ich glaube nicht. Fände ich genial. Oh, neue Bestzeit. Oh, damit hätte ich nicht gerechnet. Oh, damit auch nicht. Na, dürfen wir? Ach, komm schon. So, einmal ein bisschen darüber und dann sind wir auch schon fast da. 900 Meter noch.
300. Ach, ist wieder hier. Du hast dein Ziel erreicht. Haben wir gerade nicht V10 gemacht? Oder war das was anderes? Ach nee, Quatsch. Warte mal. V10 ist das dann hier unten? Nee. Nee, V10 ist allgemein das. Aber was sind das? 23 dann? Starten wir einfach mal. Sehen wir danach. Mal schauen. Jahreszeit wechselt. Wird bestimmt stürmig. Okay, regnerisch. Bleib auf dem Abschnitt im Fluss und überschlag dich nicht, Frankie. Jetzt bin ich mal gespannt. Den haben wir ja gezogen, den Truck. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich den fahre. Szene 23. Matt, Alex. Action. Das ist Alex' letzte Chance. Ohne diesen Wagen können wir das Dimensionsportal nicht aktivieren. Es wird Explosionen und viel digitales Zeug geben. Aber die Wahrheit. Der Wagen. Der Spaß geht. Lass mich dran glauben! Das Gelände wird hier rau, aber zieh's trotzdem durch. Drück drauf! Jo, ich bleib dran. Ich fahr einfach querfeld ein, geht schneller. Na gut. Wenn wir den ein bisschen tunen, dann kann man da, glaube ich, ziemlich krasse Sachen mitmachen. 8 Gänge. Ja, ich denke, damit lässt sich was machen. Genial! So einen Fahrstil habe ich lange nicht gesehen. Ja, müssen wir mal gucken. Rein theoretisch könnte man damit sogar das Dirt-Rennen machen. Ja, und jetzt offenbart sich Alex Kobels innere Zerrissenheit und Weg durch das Widerstandslager. Grandios, Frankie, grandios! Du hast die Rolle voll und ganz verstanden. Okay. So, hier nochmal Querfeld ein und dann sind wir auch schon da. Weg damit. Oh, das war das Wasser. Wie sieht's aus? Man kann es Victor fast nie recht machen, aber ihm gefällt dein Fahrstil, Frankie. Bereit für die nächste Einstellung? Ist bestimmt sehr geil für den Unterboden. Szene 25. Einer flog über das Koboldnest. Action! Die Vorräte wurden geliefert. Jetzt muss Alex Kobold fliehen. Nicht vor Aliens, sondern vor einer Phantasmagorie aus Angst und Zweifel. Bis in die Kindheit zurückreicht. Keine Ahnung, was eine Phantasmagorie ist, aber ich habe einen Rally V8 ins Bild gezaubert. Also gib Schub. Barrikaden und Rampen voraus. Tempo halten. Gleich okay, wie die genau wissen, dass ich abseits gefahren bin. Hier sind es tatsächlich auch nur 28 Sekunden. Da haben wir nicht so viel Zeit zu kürzen. Könnten wir aber theoretisch schon machen, aber ich probiere es jetzt erstmal so. Und wenn sich was ergibt, dann ergibt sich was. Zum Beispiel da vorne. Ich probier's einfach mal, komm. Da ist die Straße. Fühlt sich ein bisschen an wie Mad Max. Oh shit. Gut, den Rest nehmen wir uns als, ich sag mal, als Joker mit. Aber ich denke, ein bisschen Zeit haben wir hier mit rausgeschlagen. So, 1,3 Kilometer. Aber wir haben noch ein bisschen was vor uns. Beziehungsweise zeitlich haben wir nicht mehr so viel vor uns, meine ich. Könnte aber klappen. So, wir haben noch 9 Sekunden. Ja, das schaffen wir. Easy. Nice. Und cut. Wo hast du bloß gelernt, so zu fahren, Frankie? GTA. Ja, das hat uns bestimmt nochmal den dritten Stern verpasst. Sonst wäre das, glaube ich, ziemlich eng geworden. Nice. Hat er gut hingehauen. Ich habe da ein paar Improvisationsideen. Wir könnten eine Szene am Strand drehen. Oder auf dem Flugzeugfriedhof. Ich bin nicht ganz sicher, also entscheide du. Ja gut, ich würde sagen, wir machen erstmal mit dem Filmdreh weiter, generell. Ja, finde ich cool. Fallen mir einige Stunts ein. Oh, ich liebe das Auto. Ich liebe es. 108. Oh, noch ein Wheelspin.
Nun denn. Ein Kleidungsstück. Da müssen wir aber gerade mal gucken. Ah, doch, da war es noch. Nachrichtenzentrale. Neuigkeiten. Geschenke, Auto. Ja, das ist aus der Nachricht gerade. Ja, sehr nice. Und das Weihnachtsmann-Kostüm haben wir auch noch. Castillo de Mar. Oh! Ja, hi. Wo fahren wir denn am besten rüber? Ich glaube, hier, das ist ganz okay. Ah, wobei. War vielleicht ein sehr hoher Sprung. Aber, ja. Jetzt sieht's gut aus. So, kommen wir schnell an unser Ziel. Bei nächster Gelegenheit, Ende. Ja. Kleiner Stunt nebenbei. Wie immer natürlich geplant, das steht ja außer Frage, ne? Das ist natürlich voll kalkuliert. So, da sind wir auch schon. Jo, nicht vorbeirutschen, komm. Wie denn? Szene 35a. Was erwartet uns hier? Victor hat diese Szene mir überlassen. Er arbeitet an etwas Neuem fürs Ende. Und das macht mir Sorgen. Wie auch immer, leg los, Frankie. Ziehen wir es durch. Impro-Szene, Strandrennen. Action! Da sind Trümmer am Strand. Weich ihnen aus. Und halt dich von den Häusern fern. Sonst müssen ein paar Leute sie digital entfernen. Bild für Bild. Genial, Jungspund! Okay, das funktioniert. Ich hatte gerade ein bisschen Schiss. Oh shit. Ich muss jetzt ein bisschen drehen. Driften meine ich. Da halte ich mir die Punkte warm und den Multiplikator. Es ist aber schwer zu schätzen, wie viel wir brauchen. Ah doch, da steht's doch. 100.000. Brauchen wir noch ein bisschen was. Wäre schön, wenn wir die 5 auf jeden Fall voll kriegen würden. Triff nur noch ein bisschen rum, dann sollte das passen, glaube ich. Ja, damit haben wir es. Sauber. Dann lassen wir die Punkte mal gut schreiben, dass wir nicht irgendwo noch reinkrachen. Zack, 110.000. Und damit haben wir die 3 Sterne schon. Dann können wir auch mit dem Aston Martin hier noch ein bisschen rumbrettern. Mal gucken. Ich frage mich nur, ob die Flugzeuge jetzt wegen der Szene da liegen oder ob die normalerweise auch da rumliegen. Ich denke mal, das wurde jetzt wegen der Szene so gemacht. Das hier ist bestimmt ziemlich nice, wenn du einen Supersportler hast und dann hier mal so rumdriftest. Ich frage mich, ob das geht mit genug Tempo. Oh, wir sind ein bisschen zu langsam dafür. Eine Minute noch. Na gut, sammeln wir noch ein bisschen was. Vielleicht kriegen wir sogar die 200.000 voll. Ich hatte gerade kurz erkennen einen Fluss. Ja, nice. Zeitenstreifer. Die machen auf jeden Fall viel aus, die Punkte. Ja, sauber. Damit haben wir 200.000.
Und noch 15 Sekunden. ...357.000. Perfekt. Oh. Ich wollte eigentlich eine Drehung machen. Schade. Cut! Ich bringe das Material zu Victor. Warte, bis er sieht, was der Superstar... Filmstar drauf hat. Wieso ist das vom Himmel gefallen, wie so ein nasser Sack? Ja, warte mal. Warte, wann haben... Waren wir nicht mehr 57? Naja, egal. Haben wir irgendwo noch ein bisschen was bekommen. Oh, da kommt wieder ein Sturm. Glaube ich. Oder der zieht ab. Okay. Wir drehen noch ein Start. Komm vorbei, wenn du Zeit hast. Hier unten war doch noch was, oder nicht? Da haben wir auch noch was. Ach, der Watcho. Können wir eigentlich auch machen. Komm, wir machen nochmal. Einen Watcho wie unseren hat der bestimmt noch nie geblitzt. In 200 Metern. Ja, dann machen wir das. Oh. Da ist vorne. Stimmt, da haben wir auch noch so ein paar Rennen offen. Komm ich hier durch? Ja, nicht ganz. Schade. Wäre ganz cool gewesen, auf dem Dach zu fahren. Na gut. 1 Kilometer noch. 1,2. Landen wir da mit einem schönen Sprung? Ah, nicht ganz. Schade. Aber da sind wir. Du hast dein Ziel erreicht. So, Tempo. Oder dann lass uns Querfeld einmachen. Das ist ja noch weiter vorne. Dass wir das schon mal abhaken. Machen wir erstmal das. Noch ein paar Änderungen. Ich habe versucht, ihn so ähnlich zu bauen, wie Papa Fernando und ein Rallye-Team es getan hätten. Wirklich? Gepasha, glaubst du etwa, sie hätten moderne Technologie abgelehnt, wenn sie den Watcho noch schneller gemacht hätte? Steig ein und wart's ab. Verstanden. Na, schön. Strecke festgelegt. Ich gebe dir die Wegpunkte unterwegs durch. Bist du bereit für ein Zeitrennen? Darin bin ich zu allem bereit. Schöner Drift. So, das hier könnte wieder ein bisschen schwierig sein, weil das Spiel natürlich damit rechnet. Oh, warte, war richtig. Weil das Spiel damit natürlich rechnet, dass ich auch fortfahre. Wegpunkt 1, Anderle. Check. Oh, da kommt Felsen. Ich muss da lang. Oh, shit. Boah, das war knapp. Eieiei. Ah, hier haben wir Vulkanstein. Sehr nice. Ich mag das so irgendwie, da drüber zu brettern. So, dann sehen wir mal zu, wie wir am wenigsten bergauf fahren. Ja, wobei, das ist gar nicht so einfach. Ja, so ein bisschen seitwärts über die Dünen könnte gut sein. Als ich den habe ich gesehen, wie ramponiert der Unterboden ist. Papa Fernando fuhr den Watcho mit Carajo. Ich habe den Unterboden ersetzt und die Stoßdämpfer umgebaut. Wie fährt er sich? Sehr gut. Wir haben jetzt aber viel zu tun. Hab noch einen Wegpunkt für dich. Auf den Weg. Ja. Ich hätte ein bisschen mehr lenken sollen. Dann wäre ich da schräg drüber. So, auf der Straße. Und es geht weiter. Eine Minute haben wir noch. Au. Wo geht's denn hin? Ah, das ist gut. Hier haben wir schon mal wenig Widerstand. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, den Büchchen auszuweichen oder einfach durchzubrettern. Oh. Und über die Ziellinie. Haben wir es noch geschafft? Schön gefahren. Ich konnte keinen Fahrer namens Fernando Torres in den Aufzeichnungen der Bacher 500 oder Bacher 1000 finden. Das heißt aber nicht, dass er nicht angetreten ist. Was ist mit Dakar? Afrika ist eine lange Strecke für einen kleinen Watcho.
Es war vermutlich nur eine Story, die Herr Onkel Oskar und den Kids in der Familie erzählt hat. Ich hätte ihm sicher stundenlang zugehört. Offiziell oder nicht, er hatte es drauf. Sie, hatte er. Vamos. Wunderbar. Da haben wir wieder die schöne Aussicht. Das gibt, glaube ich, wieder einen Wheelspin und wir fahren da runter. Die Geschwindigkeitsstrecke vor. Oder hier hin. Ich glaube, wir fahren okay, erst dahin. Wir drehen noch einen Stunt. Komm vorbei, wenn du Zeit hast. Oh, nice. Schön, gerade noch ein Auto gezogen. Sehr, sehr nice. Oh, au. Warte mal, da ist ein Haus. Ist das meins? Ja, tatsächlich, das ist meins. Wir müssen mal gucken, wo das Haus war. Ich meine, wir haben mittlerweile, wie viel haben wir? Ja, 5 Millionen haben wir schon wieder. So viel haben wir doch für die Villa ausgegeben, für das Schloss. Naja. Ich glaube, das Teuerste, was uns jetzt noch fehlte, war 2 Millionen, meine ich. 2,5 Millionen? 2,7? Irgendwie so? Au. Das heißt, selbst danach stimmen unsere Finanzen noch. Nee, ich fahre einfach geradeaus. Ich fahre geradeaus, Navi. Ich sehe schon Steine kommen, ne? Oh. Was? hups. Das war nicht geplant. Okay. Nice. Ah, ein Renault R4. Das ergibt Sinn. In den 60ern waren Importe verboten, also ließ die Regierung sie hier bauen. Gracias, dass du ihn gefunden hast. Warte mal, wieso waren Importe verboten, aber die Regierung baut die Dinger selber nach? Hä? Ich krieg ihn zum Laufen. Sollte schnell gehen. Die Dinger sind unzerstörbar. Das finde ich komisch. Gab es da vielleicht einen Vertrag für die Rechte an dem Ding und dann, dass die Regierung mehr einnimmt? Ich habe keine Ahnung. Achso, warte mal, wir wollten doch hier lang. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht war und dann, dass es mehr Jobs gibt, als wenn du die Dinger übers Land, übers Meer schiffst. Könnte ich mir vorstellen, dass das der Grund war. Oh oh. Kommen wir hier hoch? Ja, das könnte funktionieren. Ich bin ja auf dem Hinweg am Anfang der Story. Ach, am Anfang der Story, am Anfang der Folge. Bin ich auch schon so einen Berg hochgefahren. Da bin ich teilweise kurzzeitig fast senkrecht hoch. Aber mit genug Schwung klappt das. Au. Hier könnte man richtig schön runterbrettern. Mal gerade gucken. Oder sind wir da nicht sogar schon runtergebrettert? Doch, ich glaube, da sind wir schon mal runter. Ich gehe schon mal auf die Bremse. Du hast dein Ziel erreicht. Jo, wir machen weiter mit Szene 35b. Achso, ich dachte gerade schon. Es wird wieder stürmig. Immer noch wortkarg, was, Frankie? Wie unerwartet. Machen wir weiter. Das Finale könnte aber vielleicht ziemlich schwierig werden, kann ich mir vorstellen. Info-Szene, Suchszene, Action! Ja, also die Suche ist Teil der Rückblende im dritten Akt. Oh, warte mal, war eine Rampe, die habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, da kommt jetzt erstmal das Flugzeug. Ich wollte gerade so einen schönen Drift hinlegen. Machen wir das dann nach dem Sprung um und die Sprungpunkte mit? Wagen einfach ein bisschen herum oder so.
Das habe ich nicht mehr gesehen seit. Naja, gib einfach Gas und improvisier ein wenig. Bleib auf der Piste. Da bist du genau im Bild. Wow, Frankie. Du musst mich unbedingt deinen Fahrlehrer vorstellen. Er hat vielleicht einen Verdacht. Ja, wir müssen etwas vorsichtiger sein. Wie viel brauchen wir denn? 25.000 schon mal für zwei? Ja, warte mal, achso, wir sind von der Rampe hinten, sind wir hier rüber. Okay. Glaube ich zumindest. Ja, müsste ja. 100.000 brauchen wir. 50.000 haben wir gleich. Oder müssten wir schon theoretisch. Ja. Einfach ein bisschen lüften. Ich fahr mal hier rein. Hol den Zaun noch mit. Na, guck mal. Oh, ich glaub's nicht. Ernsthaft. Okay, neu starten. Ah, schade. Ich dachte, es wäre ein einfacher Sprung. Dann halt nicht. Impro-Szene, Suchszene, Action. Ja, also die Suche ist Teil der Rückblende im dritten Akt. Schleudere den Wagen einfach ein bisschen herum oder so. So etwas habe ich nicht mehr gesehen seit. Naja, gib einfach Gas und. Oh, was mache ich denn? Oh, komm, wir fahren weiter. Da bist du genau im Bild. Das war so viel des Guten. Wow, Frankie. Du musst mich unbedingt deinen Fahrlehrer vorstellen. Er hat vielleicht einen Verdacht. Ja. Hä? Okay, scheiß drauf nochmal. Scheißendreck. Impro-Szene, Suchszene, Action. Ja, also die Suche ist Teil der Rückblende im dritten Akt. Die Rampe dreht uns so ein bisschen in der Luft, ne? So etwas habe ich nicht mehr gesehen seit. Naja, ich fahr erstmal da vorne wieder durch. Improvisier ein wenig. Bleib auf der Piste. Da bist du genau im Bild. Wow, Frankie. Du musst mich unbedingt deinen Fahrlehrer vorstellen. Er hat vielleicht einen Verdacht. Ja. Wir müssen etwas vorsichtiger sein. Okay, die Bomben sind natürlich gefährlich. Ganz gefährlich. Schöner Drift ohne Lenkung. Aber auch tatsächlich schon ultimativ. Haben wir denn? Okay. Ja, das reicht. Jo. Damit haben wir schon mal die drei Sterne und jetzt können wir so noch ein bisschen rumbrettern. Ist auch viel einfacher, so Punkte zu sammeln, wenn man natürlich nicht drauf achtet, ne? Ich mir überlege jetzt mal, wenn ich irgendwo hindüse, wie viele Punkte ich da unterwegs mitnehmen kann. Oder auch Tour teilweise. Und wenn man drauf achtet, dann brettert man immer irgendwo rein. Haben wir noch 45 Sekunden. Ich wollte mal gucken, ob da hinten noch die Rampe kommt. Oder ob die da irgendwas hingemacht haben für die Mission. Ja, wobei, ich glaube nicht. Ich glaube, die Rampe ist noch da. Vielleicht schaffen wir da noch den Absprung. Ich glaube nämlich, das lohnt sich gar nicht, sprungtechnisch. Wobei, die ist gar nicht da. Aber es gibt einen ultimativen Sprung und ich glaube, mehr Punkte kriegt man dann gar nicht.
So, schnell noch zurück zur Küste. Okay. Da sind wir. Und cut! Was soll ich Victor sagen, wer wirklich hinterm Steuer sitzt? Spaß, Frankie. Ich mach nur Witze. Jo, 150.000, sehr schön. Sehr, sehr schön. Haben wir das damit abgeschlossen? Ein bisschen Film gedreht. Ein paar Aufgaben haben wir davon noch offen. Ich bin mal gespannt, ob da noch was rumkommt. Den Respin holen wir uns noch mit. 110 drehen. Ja, 20.000. Alles klar. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal machen wir mit den Story-Missionen weiter. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann seid doch so lieb. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt und es noch nicht getan habt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Auch da würde ich mich sehr drüber freuen. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.